Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Heute geht es mit den M10-Wechselmagazinen von Steamboat weiter. Und wir gucken uns heute mal an, welche dieser ganzen Pfeile, die ich hier rumliegen habe, die und noch viel, viel mehr da reinpasst und ob die sich dann auch zuverlässig verschießen lassen. Und wenn du das sehen willst, dann bleib jetzt dran. Ja, im letzten Video haben wir mal über das Magazin im Allgemeinen gesprochen und haben uns ein paar verschiedene Möglichkeiten angeguckt, wie man die Magazine am Körper tragen kann und dann auch schnell reinwechseln kann. Und die Folge endet damit, dass ich eigentlich noch testen will, wie die Pfeile reinpassen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit den blauen Steamboat-Pfeilen an. Aber das weiß ja eigentlich mittlerweile jeder, dass die passen. Das habe ich jetzt schon zur Genüge gezeigt. Deswegen von denen nehmen wir einfach mal nur zwei hier rein. Und ansonsten fülle ich jetzt mal bunt mit anderen Pfeilen auf von Steamboat. Einmal hier die Sportpfeile in grün. Die Sportpfeile, das ist eine Sonderedition von den Botkins gewesen. Die gibt es dann im 10er-Paket und es sind 5 blau und 5 grün. Und passt auch, der blaue. Dann gibt es auch noch welche in weiß. Und in der Packung von den Weißen sind auch die Pinken und ja, die passen also schon mal alle ganz gut rein. Hier habe ich jetzt noch einen schwarzen Botkin. Der hat allerdings nur noch eine Vane, aber das ist jetzt für den Test kein Problem. So, und der passt auch rein. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Platz und ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, ob die Jagdpfeile denn auch reinpassen von Steamboat. So, die passen auch wunderbar rein. Jetzt sehen wir hier mal einen Carbon-Jagdpfeil, einen der leichten. Und auch die passen gut rein. Dann nehmen wir mal einen leichten Carbon-Pfeil-Übungsspitze. Und dann gucken wir mal, ob die auch alle funktionieren. Ich meine, es sind Steamboat-Pfeile. Sollte eigentlich passen, oder? Dann testen wir doch mal. Also die ersten zwei sind blau. Ganz wichtig, ich verwende hier heute den 35 Pfund Wurfarm. Einfach, weil wir hier gar nicht so viel Power brauchen. Und weil natürlich jeder Pfeil 35 Pfund geeignet ist, ne? Es gibt welche, die kann man halt nicht mit dem 90er schießen, gibt welche, die kann man nicht mit dem 150er schießen, die sind dafür zu leicht. Aber es gibt keinen Pfeil, bis jetzt habe ich noch keinen gefunden, der zu leicht ist für den 35er. Also, die zwei blauen, überraschenderweise, die haben gut funktioniert. So, was haben wir als nächstes? Als nächstes haben wir hier einen roten Jagdpfeil. Und das funktioniert wunderbar. Dann haben wir als nächstes den schwarzen Botkin. Totaler Blödsinn, ich ziehe die hier gerade falsch rum auf. Natürlich sind die, die ich als erstes reingeladen habe, die, die zuletzt rauskommen. Also, bis jetzt haben wir geschossen. Die beiden Jagdpfeile, die Übungsspitze und den Botkin. Der nächste ist jetzt der pinke Sportpfeil. Dann müsste der nächste jetzt der weiße Sportpfeil sein. Grün und blau. Nee, andersrum. Das eben war blau, jetzt war grün. Und jetzt kommen die zwei blauen Übungspfeile. Und ganz überraschenderweise funktioniert das alles mit den Steamboat-Pfeilen. Jetzt haben wir natürlich total die Kriegspfeile außer Acht gelassen. Ich mag die ja gar nicht so gern, aber natürlich müssen wir trotzdem testen, ob sie reinpassen und ob die auch sauber rausfliegen. Ich nehme jetzt hier einen schweren und noch einen schweren. Es kommen zwei leichte. Ja, und damit haben wir auch schon 4 Pfeile. Das Magazin ist straff. So, und der leichte funktioniert. Und der schwere funktioniert. Passt. Es passen also alle aktuellen Pfeile aus dem Steamboat-Sortiment. Sowohl die Alus als auch die Carbon-Pfeile, das ist alles gar kein Problem. Da gibt es wohl eine Charge von vor 2 oder 3 Jahren, da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Das war, als die Vlad rausgekommen ist. Da gab es eine Charge von den Steamboat-Pfeilen, die waren einen Ticken zu lang. Es kann gut sein, dass die nicht reinpassen. Ich würde es gern testen, aber ich habe es nicht geschafft, diese Botkin-Pfeile über 2 Jahre zu behalten. Die sind natürlich mittlerweile schon verschossen oder verschlissen. Dementsprechend kann ich das nicht nachstellen. Ich kann jetzt hier nur sagen, alle Steamboat-Pfeile, die ich jetzt gerade hier habe, passen. Dann würde ich sagen, testen wir als nächstes mal die Pfeile von Yak Archery. Die waren ja auch bei mir im Pfeiltest zu sehen. Und da werde ich jetzt mal hier die Übungsspitzen von Yak Archery testen und auch die Botkins. Und dann noch 2 von den Yak Archery Spezialspitzen. Das ist eine Mischung aus Botkin und einer Jagdspitze.
Also, wie es scheint, sind die Pfeile von Jak Archery einen Ticken länger als die von Steambow. Es passt rein, ja, aber allzu viel Platz dürfen die sich da nicht mehr erlauben. Gucken wir mal, dass die Jagdspitze auch noch reinpasst. Oder ist die jetzt zu lang? Nee, das passt auch noch. Das funktioniert. Dann machen wir noch einen. So. Das heißt, die ersten beiden Schüsse, die jetzt rauskommen, sind Jagd-Bodkins oder so, halt diese Kombispitzen. Danach kommen dann 4 Übungsspitzen und dann kommen 4 Bodkins. So, los geht's. Das funktioniert wunderbar, gibt's kein Problem. So, letzter Bodkin. Letzte Übungsspitze und jetzt die Bodkins. Ja, wunderbar. Das hat alles funktioniert. Also alle Jak Archery Pfeile, zumindest die, die ich hier habe, passen rein. So, und jetzt kommen wir zu den Pfeilen von Wandsmar oder auch Winifred Mira, wie man es wohl eigentlich ausspricht. Das sind hier diese Amazon-Pfeile. Ne? Da gibt es Bodkins, da gibt es aber auch die hier mit dieser bösen Spitze. Und es gibt mittlerweile sogar solche, auch von dieser Marke, die sind noch ein bisschen schwerer. Der ist tatsächlich jetzt von Expo FMA. Ich bin mir aber ziemlich sicher, aufgrund der Vanes und auch vom Schaft, dass die aus dem gleichen Werk kommen. Das ist der Winifred Mira Pfeil und ja, hier einmal verglichen. In meinen Augen ist das genau der gleiche Pfeil, nur dass der halt rot ist und der blau. Eigentlich gibt es bei dieser Marke Wandsmar auch noch so welche mit goldenen Spitzen, aber ich habe gerade alles abgesucht. Ich finde keinen einzigen Pfeil mehr davon. Keine Ahnung, wo die hin sind. Müssen wir wohl ohne die auskommen heute. Und dann befülle ich jetzt hier einfach mal das Magazin mit einer Wandsmar Übungsspitze, einer Expo FMA Übungsspitze, noch eine Wandsmar Übungsspitze hinterher, 2 Bodkins hinterher und dann jetzt diese langen, dünnen Spitzen, die hier. Und jetzt eine von den, ich sag mal, klassischen. Sind zwar keine 10, aber das Prinzip ist klar. Die Pfeile scheinen wohl zu passen. Dann gucken wir mal, ob es böse Überraschungen beim Schießen gibt. Zuerst die herkömmliche Jagdspitze. Funktioniert. Jetzt die Spitze. Und noch eine davon hinterher. Jo, passt. Und als nächstes jetzt die Bodkins und die 3 Übungsspitzen, blau, rot und noch eine blaue. Jo, funktioniert, alle gut, super. Als nächstes testen wir die Pfeile von Gogun und hier machen wir es ähnlich wie bei Jak Archery. Wir nehmen 4 Übungsspitzen, aber gerade so, passen nicht ideal. Ist schon ein bisschen eng. Aber es geht, es geht. Dann kommen als nächstes die Kriegspfeile von Gogun, die 6 Warbolts. Und auch die passen. Auch hier ist die Spitze nicht zu breit oder zu lang. Das passt. Und dann mache ich jetzt 2 Bodkins rein. Ne, mach mal 3 rein. Aber nicht alle 4, denn den einen, da setzen wir uns jetzt noch den Gogun Jagdpfeil rein. So, also ein Magazin voller Goguns. Die Jagdspitze funktioniert. Ein Bodkin funktioniert. Noch ein Bodkin funktioniert. Und wahrscheinlich funktioniert auch dieser Bodkin. Jo. Dann kommt jetzt der 6 Warbolt. Funktioniert. Noch einer funktioniert. Und die 4 Übungsspitzen. 1, 2, 3 und Nummer 4. 4. Funktioniert? Nee, einer ist noch drin. Passt. Und an der Stelle der Hinweis, hier hatte ich mich tatsächlich verzählt, es waren 11. Der Reini Rossmann meinte ja, es passen sogar 12 hier rein. Ich würde es aber mal nicht ausprobieren. Aber gut zu wissen, dass mehr reingeht, wenn man sich denn mal verzählt. So, dann kommen wir jetzt zu S&K. S&K hat auch ganz viele verschiedene Pfeile. Einmal hier die schweren, die mit den petrolfarbenen Vanes. Hier haben wir Übungsspitzen und Bodkins. Aber auch einen dieser Jagd-Bodkins.
Botkin passt, Übungsfeil passt und der Jagdbotkin, ja, sogar der passt. Jetzt nehmen wir noch einen normalen Jagdpfeil hinterher. Jetzt einen leichten Jagdbotkin und auch der passt. Jetzt nehmen wir einen 3K-Botkin, auch der passt. Eine 3K-Übungsspitze, passt. Aber es muss natürlich auch ein 3K-Jagdbotkin geben, passt auch rein. Und ein 3K-Jagdpfeil, ob der reinpasst? Er passt. Und ich glaube, ich habe mich schon wieder verzählt. Ich glaube, wir sind schon wieder bei 11. Das werden wir jetzt mal sehen. Als allererstes kommt hier die Jagdspitze. Passt. Dann als nächstes der Jagdbotkin 3K. Passt. Der Botkin 3K. Und die Übungsspitze 3K. So, das ist jetzt der leichte Jagdbotkin. Und auch der passt. Und auch der passt. Keine Überraschung, hat alles wunderbar funktioniert. Dann geht es weiter mit crossbowtuning.com und hier haben wir einmal eine normale Jagdspitze, dann haben wir eine Kriegsspitze. Haben wir hier zwei verschiedene Arten von Botkins für unterschiedliche Gewichtsklassen und dann gibt es hier auch noch die VA Top Heads. Das sind die hier. So, dann gucken wir mal, wie die sich anstellen. Also VA Top Head passt ohne Probleme. Legen wir noch einen hinterher, gar kein Ding. Den Botkin hinterher, auch kein Ding. Noch ein Botkin hinterher und noch ein Botkin, dann die Jagdspitze und die zwei Kriegspfeile. So, gut. Let's rock die zwei Kriegspfeile zuerst. Passt, passt und der Jagdpfeil passt. Dann jetzt Botkin und ich meine noch ein Botkin und noch ein Botkin oder Top-Head? Top-Head und noch ein Top-Head. So, wir sind leer, alle haben funktioniert. Crossbowtuning.com passt. Dann gucken wir jetzt mal, ob die Pfeile von der Pfeilmanufaktur Bale reinpassen. Das ist nämlich gar nicht mal so selbstverständlich. Hier kommt es nämlich nicht nur auf die Länge an, sondern diese Pfeile sind etwas dicker als die anderen. Die anderen sind 6,2 mm im Außendurchmesser und die hier sind ungefähr 6,4. Also ganz genau genommen ist es 1/4 Zoll im Durchmesser. Wir haben hier 5 Übungsspitzen. 1, 2, also bis jetzt passt's. 3, 4 und der 5. passt. Und dann machen wir jetzt 5 Botkins drauf, wenn es denn funktioniert. Mal gucken. Also, einer passt auf jeden Fall. Der zweite passt. Dritte. Und jetzt merke ich schon, es wird hier eng. Okay, der passt gerade so noch. Das ist jetzt der 9. Und der 10. Kriegen wir den überhaupt rein? Ja. Also 10 Pfeile sind drin, fällt auch nichts runter, aber das ist jetzt echt auf Anschlag. Ne? Also ich weiß nicht, ob das auf Dauer so gut ist, wenn man das Magazin so ja, gewissermaßen überfüllt. Sicherheitshalber sollte man vielleicht bei diesen Pfeilen einfach mal nur 9 nehmen. Ich guck mal, ob die sich dann auch gut schießen lassen. Oh, ja doch, passt gerade noch so. Aber man merkt wirklich, das Magazin ist jetzt wirklich Spack. Also das geht dann auch in die Breite. Das ist nicht für diesen Pfeildurchmesser gedacht. Funktioniert aber wohl dennoch oder so. Was war das denn? Ja, okay. Ja, aber das kann jetzt auch an was anderem liegen. Das muss jetzt nicht unbedingt am Durchmesser liegen, sondern das könnte auch an den Vanes liegen, was da gerade passiert. Das sind nämlich noch immer die Pfeile von letztem Sommer. Ja, nö. Passt, funktioniert.
man kann auf jeden Fall ein Magazin befüllen und auch verwenden. So, und jetzt haben wir eigentlich alle relevanten Pfeilhersteller durchgetestet. Oder wie siehst du das? Haben wir vielleicht noch irgendwen vergessen? Irgendwas Wichtiges, was sich verändert hat am Markt, was ich noch gar nicht richtig mitbekommen habe? Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Pfeile, die sind üblich, auch wenn jetzt nicht unbedingt für die Stinger, aber man kann sie kaufen am Markt. Und zwar, das sind die hier. Ich finde die echt Mist. Plastic Veins mit dem hinteren Teil des Schafts gegossen. Aber tatsächlich ist die Gewichtsverteilung eine vernünftige, weil es hinten natürlich schön leicht ist. Ja? Funktionieren die hier im Magazin? Das müssen wir mal testen. Tatsächlich scheint das zu klappen. So. Ja. Okay. Lustig. Ja. Also dadurch, dass hier halt Plastic Veins sind, das ist schon echt ein bisschen doof. Die müssen dann wirklich ganz genau passen. Kann sein, dass das gleich Probleme macht. Und um komplett zu übertreiben mit den Problemen, versuchen wir jetzt mal hier einen Redback-File zu laden. Der ist so ähnlich wie die hier, nur noch viel schlimmer, weil der ist komplett aus Polymer bis auf die Spitze. Ja, nee, und der passt jetzt hier tatsächlich nicht, ne, weil die Veins hier zu lang sind. Und nee. Also das funktioniert nicht. Polymer-Veins, keine so gute Idee. Aber wir haben hier noch ein paar andere Pfeile, die man mal ausprobieren kann. Und zwar zum Beispiel die von IK Archery, die bei der Vlad bei waren. Gut, der ist zu krumm. So. Also die von der Vlad gehen tatsächlich auch rein. Wobei die aber einen Ticken dünner zu sein scheinen. Und dann packt das nicht so gut. Es sind halt auch rutschige Alus, ne? Ja, also die kommen auf jeden Fall leichter hoch. Wir legen jetzt mal die oben drauf. Das sind diese typischen gelben Alligator-Pfeile, sage ich mal. Die, die man auf eBay kriegt, wenn man für 10 Euro 20 Pfeile kaufen möchte, dann kriegt man die hier. Und dann gucken wir mal, sind die denn M10 geeignet? Ganz generell würde ich hier eigentlich immer von abraten, von diesen Pfeilen, denn die Veins sind aus einem Plastikguss. Ab hier ist alles Plastik. Die Veins können ganz einfach brechen. Und die können auch mal im Magazin stecken bleiben. Die können echt Mist verursachen. Finde ich nicht gut. Und ich teste es hier auch nur ungern. Aber ich teste es natürlich. Und weil mir das mit den Plastik-Veins zu unsicher ist, nehmen wir hier meine Schutzbrille. So. Einer ist runtergefallen. Das ist bis jetzt bei noch keinem Fall passiert. Bei denen schon. Okay, gut. Dann versuchen wir es mal. Ja, und hier brauche ich gar nicht abdrücken. Schaut mal, was da ist. Der Pfeil hängt oben noch drin. Sieht man das? Ich mache mal die Sicherung rein, dann kann auch nichts passieren. Man kann es doch, glaube ich, ganz gut sehen. Der Pfeil liegt hier vorne auf und hier nicht. Hier hängt er in der Schwebe. Das heißt, wenn ich jetzt hier schießen würde, hätten wir auf jeden Fall einen Fehlschuss. Und zwar den ersten Fehlschuss, den ich mit der M10 hätte. Und das wollen wir natürlich nicht. Ja, das ist Mist. Nicht machen. Nicht machen. So, dann haben wir jetzt aber wirklich alles durchgetestet, oder? Ich meine, die ganzen anderen China-Anbieter, die es gibt, die lassen sich auch mit Winsmar vergleichen. Eine Sache würde ich aber trotzdem noch gerne testen. Mit der AR6 hat es immer gut funktioniert. Ob es hiermit funktioniert? Wir schauen es mal. Und zwar habe ich hier Stahlnägel, ganz einfach aus dem Obi gekauft, hinten das Ende abgeknipst und mit einer Feile glatt gefeilt, dass da keine scharfen Kanten sind. Und es wäre jetzt ja der Oberhammer, wenn sich diese Nägel hier einladen lassen, dann auch noch drin bleiben und dann sich auch noch verschießen lassen. Das kann gut sein, dass das jetzt nicht hinhaut, weil die sind auch ein bisschen schmaler. Die sind nicht 6,2 mm, die sind 6 mm. Und dann würde ich sagen, testen wir mal, ne? Ja, okay. Hier passiert im Grunde genau das gleiche wie mit den Vlad-Pfeilen. Die sind einfach zu schmal. Das heißt, die werden nicht gepackt. Das heißt, sobald man das Magazin einstecken will, fallen die runter oder können sie runterfallen. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen tricksen und werde das Ganze mal auf den Kopf einsetzen. Ha! Trick des Jahrhunderts. Und mal gucken, passt das? Boah, hat das wieder ein Rückstoß. Alter, 35 Pfund und voll der Rückstoß.
Weil. Was ist das? Ja, also man merkt eindeutig, das ist nicht im Sinne des Erfinders, was ich hier gerade mache. Ja, nee, also ist ein lustiger Spaß, aber ich meine, bringt ja auch nichts, wenn man das Magazin dann von oben einsetzen muss. Also, ja, im Grunde passt hier alles. Alles, außer wenn der Pfeil zu dünn ist. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der Pfeil, der zu dick ist, ein Problem macht. Also die Pfeile vom Bale zum Beispiel. Aber nee, tatsächlich sind es die EK Archery Pfeile, die einen Ticken dünner sind. Und halt meine eigenproduzierten Stahlnägel, die da auch Probleme machen können. Ja, aber das war's soweit. Wir haben jetzt hier alle Pfeile durchgetestet, die ich hier vor mir liegen habe. Und wenn da jetzt noch irgendwas gefehlt hat, irgendein ganz wichtiger Pfeil, den du unbedingt getestet haben willst, ob der in die M10 reinpasst, dann schreib mir das in die Kommentare, ich schaue mir das an und ich teste das natürlich auch und dann gibt es natürlich auch ein Video zu dem Thema. Ja, und bis dahin bleibt mir auch eigentlich nichts anderes mehr übrig, als mich bei dir fürs Zuschauen zu bedanken. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst und es würde mich auch sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier bist, hier bei MAG. Modern Archery Germany. Stahlnägel, echt. Wer hat das denn gedacht? Schreib mal in die Kommentare, ob du da auch schon mal deine Experimente mit der AR6 gemacht hast. Da funktioniert es auf jeden Fall komplett reibungslos. Und, warte, komm, anstatt dass wir hier labern, einfach mal machen. Das ist jetzt das Finale. Heavy Metal, ja, mit dem Metallmagazin verschießen wir Edelstahlnägel. Oder ist das überhaupt Edelstahl? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall Metall durch und durch und wow, dann mal los. Metallnägel schießen mit dem Metallmagazin. Bis dann und ciao.